und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Franbau. Genau, so hieß das Spiel. Wir sind in der letzten Folge in einen Baummenschen verwandelt worden, haben uns hier mit dem Käfer unterhalten. Da meine letzte Aufnahme recht weit zurückliegt, wollte ich hier nochmal gucken. Ach genau, wir müssen zum Winter und in die Bibliothek. Genau, genau, genau. Ich erinnere mich langsam. Aber Winter war ja nicht so Winter, wie wir es kennen, sondern irgendwie ein bisschen anders. Ich frage mich, was das für Steine sind. Die sehen wie Kristalle aus, sehr glänzend. Das sind Fischis. Hallo. Oh, so viele Fische, sie scheinen es eilig zu haben. Und vielleicht haben sie es auch nur so eilig, weil sie so schnell schwimmen. Oder sie scheinen es eilig zu haben, weil sie schnell schwimmen. Ich möchte auch nach Hause gehen. Ach du, ja, wir werden noch nach Hause gehen irgendwann. Hoffe ich. Das heißt, hoffe ich. Ich vertraue drauf. Das ist der Bogen. Hä? Ah, ein sehr großer Baum. Ach, wir waren hier oben. Ich glaube, das ist das Schloss. Das ist das Zuhause von Palantras. Genau. Jetzt sind wir hier unten. Ich glaube, da waren wir doch, ne? Papierwindräder, ein Berg. Erinnert ein bisschen an den aus König der Löwen. Ob da Eters da steht, müsste ein. Ja, das könnte eigentlich gut sein. Ein Boot, eine Insel, eine sehr kleine Insel. Okay. Mal schauen. Hallo, Mr. Mitten. Ja, der ist die Feinde am Putzen. Oh, Kätzchen. Dieses Land ist so anders. Was? Verstehst du die Sprache schon? Ja, ich habe verstanden, was die Wache dir gesagt hat. Ich hoffe, wir finden den Uhrmacher bald, damit wir zum Berg Kotrem kommen. Den Uhrmacher? Total hier so Alice-Feeling. So, dann wollen wir uns mal den Wegweiser anschauen. Ah, wahrscheinlich steht das in Bibliothek und Schloss. Genau. Ein Berg, ein Baum und ein bisschen Wasser müssen die Wälder sein. Und da zum Markt. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal zum Markt, wa? Oder wo wollen wir hin? Ich würde es einfach mal machen. Mal gucken. Oh, das ist schön hier. Oh, wie süß. Das ist, glaube ich, ein Mädchen. Ein guter Tag für Stoff und Faden. Zu ihren Diensten. Oh, der ist aber nett. Was haben wir denn hier? Ich habe hier, glaube ich, nur nichts, was mich irgendwie so, was mich weiterbringen würde. Was hat der? Hallo! Ah, wer ist da wer? Ich, Fran. Siehst du mich nicht? Oh, jetzt sehe ich ein wenig. Du hast vier Augen. Wow. Hab ich? Vier Augen? Ich hab keine. Was verkaufst du? Ach, nur die besten Plobbers im ganzen Land. Willst du mal riechen? Klar, sehen aus wie Kokosnüsse. Es ist... Was? Sammle ich? Das sind keine Kokosnüsse. Wie auf der Toilette. Wow, ich dachte, es wäre nicht gut, zu essen. Nicht gut? Wieso? Es ist sehr lecker. Wir lieben es hier. Es lässt alles wachsen und leuchten. Ja, macht ja auch Sinn, als Dünger. Na, ich muss jetzt los. Viel Glück mit deinen Plobbers. Tschüss. Ach so. So, ja, macht absolut Sinn. Und was macht der da? Hallo, ich bin Fran. Was machst du da? Guten Tag. Ich bin Proter und ich schmelze dieses Stück Eisen. Oh, für was? Ah, ich muss dem Uhrmacher ein paar Uhrenteile liefern. Oh, verstehe. Du kennst dich also aus mit dem Metall und so. Klar, wenn du Ideen hast, sprechen wir darüber und padam, ich mache es. Das ist gut zu wissen. Vielen Dank. Nun, ich muss arbeiten. Aber wenn du mich brauchst, weißt du, wo du mich findest. Mr. Midnight, was tust du da? Ja, okay. Vielleicht ist es Schwermetall. Weil es schwer ist und Metall. Oh Gott. Ach du Scheiße. Was haben wir denn hier noch? Nichts weiter zu gucken? Okay. Das ist der Uhrmacher. Hallo, was tust du da? Ich arbeite an einer Uhr. An meiner Uhr. Oh, verstehe. Weißt du, wo ich den großen Zauberer finde? Nein, ich mache Uhren. Ich repariere Uhren. Ich höre Uhren. Tick-Tock. Und weißt du, wo Berg Kotrem ist?
Der Kotrin-Berg existiert nur im Winter. Sonst ist er nur ein normaler Berg. Ich kann nicht auf den Winter warten. Der König hat gesagt, dass der Zauberer dort ist. Man muss nicht auf den Winter warten. Wie absurd. Zeit ist unendlich geschichtete Realität. Oh, eine geschichtete Realität. Das klingt toll. Was soll ich also tun? Geh zur großen Uhr und ändere die Jahreszeit. Einfach ändern. Aha, und wo ist die Uhr? Nun, geh in Richtung Schloss und geh nach links, wo du die Treppen siehst. Auf dem Baum wirst du eine große Uhr finden. Viel Glück. Danke sehr, du bist sehr nett. Hat er denn hier eine Kuckucksuhr? Und was haben wir hier? Eine. Tick-Tack macht die Uhr. Jojo, Mr. Midnight. Ich kann sie's. In der hier sind viele Zahnräder. Das ist wohl wahr. Guck mal, hier. Herr Käfer hat wirklich große Melonen. Die sehen saftig aus. Hallo, ich finde, du hast wunderschöne Früchte. Danke dir, Liebes. Möchtest du auch etwas? Oh nein, ich bin auf einer Mission und ich will hungrig sein, wenn ich ankomme. Oh, aus welchem Teil Eterstas kommst du? Kommst du abseits der Insel? Nein, ich komme gar nicht aus Eterstas. Ich bin ein Mensch. Oh, ein Mensch, das ist etwas Neues. Nun, ich hoffe, du erfüllst deine Mission. Danke, werde ich. Wir sehen uns. Oh, die sind echt lieb hier. Voll das schöne Land. Babywurzeln. Ihr werdet gegessen werden. Oh, herrlich. Von Orangen bekomme ich Kopfschmerzen. Warum das denn? Frische und saftige Ananasse. Ja, aber man kann auch Ananas... Wobei doch, es gibt Ananasse und Ananas. Also eine Ananas, zwei Ananas. Aber ich glaube, das klingt dann einfach komisch. Also zumindest jetzt in dem Falle. Oh, um schwere Dinge zu tragen. No shit, Sherlock. Du bist so kluge. Klug, Mädchen. Eine Bank zum Hinsetzen, wenn man alt ist und Vögel füttern will. Oder wenn man einfach müde ist. Hallo, gibt es Neuigkeiten? Guten Tag. Natürlich, möchtest du die Zeitung lesen? Oh, ich kann Iteran... Wie nennt man die Sprache im Eterster? Weißt du das nicht? Das ist Eternisch. Bist du ein Tourist? Ja, bin ich. Ich bin ein Tourist. Mein Name ist Fran. Ich habe noch nie einen Touristen gesehen. Und eine Fran auch nicht. Willkommen in Eterstas. Ich hoffe, du hast Spaß hier. Vielen Dank. Ich muss jetzt los. Tschüss. Oh, Eterstas Zeitung. Wie schön. Irgendwas mit Wachstum wahrscheinlich. Scheinbar gibt es nur gute Nachrichten. Das ist natürlich schön. Wenn auch ein bisschen unrealistisch, aber... Oh, das ist ein alter Schiffebauer. Guten Tag. Guten Tag, kleines Wesen. Ich habe fliegende Boote gesehen. Wie funktionieren die? Die? Stell dir vor, sie würden schwimmen. Aber statt auf Wasser in der Luft. Ganz einfach. Könnte ich mir wohl eins deiner Boote allein und wegfliegen? Ich will nach Hause. Oh, nach Hause fliegen. Verstehe. Leider funktionieren diese Boote nur bei den Itestianern. Oh, verstehe. Naja, danke sehr. Viel Spaß noch beim Bootsbau. Das müssen ganz besondere Boote sein mit Spezialfähigkeiten. Ich wünschte, ich könnte mit einem davon nach Hause fliegen. Aber das kann ich wohl nicht. Ich habe keine Superkräfte. Naja, aber da du in einem Superland bist oder in einem außergewöhnlichen Land, kann das natürlich sein, dass du vielleicht doch diese Superkräfte hast. Who knows? Wie eine Spinne. Viele Beine, die mir hochkommen. Ja, das ist dann das Standard. Das ist das Grundgerüst für das Schiff. Boot. Hallo, ist hier jemand? Wohl nicht. Ich könnte mich hier verstecken, wenn das Monster kommt. Das ist klug. auf und davon. Ja, was haben wir denn hier? Eine alte Schnecke. Hallo. Guten Tag, junges Ding. Was tust du da? Achso, ich habe da nicht drauf. Ah, der Krieg beginnt bald und ich kann ihn im Sinnlosen nicht erkennen. Was meinst du damit? Mach mit, junges Ding. Wenn du lebendig zurückkommst, gebe ich dir eine Goldmünze. Mitmachen? Wobei mitmachen? Das Spiel beginnt gleich. Du bist Kamalas, ich bin Valokas. Schwarz und weiß, sowie Schatten und Licht.
Ist das irgendein Brettspiel? Ja, ein Brettspiel. Tauchen wir ein in dieses Abenteuer. Du gegen mich. Du bekommst eine Münze, wenn du gewinnst. Na, was meinst du? Ja klar, aber wie sind die Regeln? Wer es schafft, drei gleiche Symbole, diagonal, horizontal vertikal zu legen, gewinnt. Wir werfen die Maschine und schauen, wer anfängt. Bist du dabei? Klar, klingt wie ein Spiel, das wir in der Schule gespielt haben, Tic-Tac-Toe. Aber warum gibst du mir Gold, wenn ich gewinne? Zeit ist Gold und ich bin sehr alt. Eigentlich nicht. Also, Zeit ist Gold. Ich bin schon sehr lange hier. Ich will einfach nur Spaß haben. Verstehe, dann spielen wir mal. Bin ich dran? So, wie mache ich das denn am klügsten? Ich leg mal hier einen. Ah, ich habe auch nur eine begrenzte. Ja, das war klar. Wie trickst man. Ah, warte mal. Dankeschön. Achso, ich kann hier mehrmals spielen. Okay. Ich frage mich ja jetzt, wie klug dieses Spiel ist. Ist das wirklich so easy? Kann ich eigentlich immer dann einfach dasselbe machen, um diese Münzen zu gewinnen? Jetzt echt? Aha. Jetzt wird's schon interessanter, wenn ich dich dazu zwinge, dorthin zu gehen. Musst du dort irgendwann hin? Ich gehe dorthin. Du wirst einen von den beiden aussuchen müssen. Und ich hab gewonnen. Aha, jetzt wird's mal interessanter. Ich glaube, ich leg mal einen in die Mitte. Wenn ich dich dorthin lege, wirst du ihn dorthin legen müssen. Also lege ich ihn hier hin und du wirst ihn dorthin legen müssen. Das heißt, keiner hat gewonnen. Ja, okay. Also das heißt, im Prinzip kann ich ihn austricksen. Ja. Was eine KI. Großartig, ja? Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Gold ich eventuell auch brauche, ne? Das heißt, ich lege wieder in die Mitte. Du legst dort. Ich leg dort. Hallo? Du legst dort. Ich leg dort und das Spiel ist eh vorbei, ja. Okay, letzte Runde, weil irgendwie das macht voll wenig Sinn. Ich hätte jetzt irgendwie gehofft. Du bist ja clever. Moment. Wird es doch anspruchsvoller? Nein. Okay. Sehr gut gemacht, kleines Wesen. Du bist ein wahrer Meister. Habe ich jetzt Gold? Ja, Tatsache. Untersuchen. Ich habe 4 Goldmünzen. Sau stark. Aber könnte ich mir da nicht... Wahrscheinlich muss ich mir auch was kaufen. Hallo, kleine Wurzel, du bist so niedlich. Oh, danke, du bist auch niedlich. Voll knupsig. Ich bin Fran. Fran. Und du? Ich? Nein, ich bin nicht Fran. Ich bin Selma und ich will den ganzen Tag singen. Was ist denn dein Lieblingslied? Mein Lieblingslied geht so. 1 und 2 sind 2. Nee, 1 und 1 sind 2. 1 und 2 sind 3. 2 und 3 sind 5. Und 3 und 5 sind 8. Und weiter weiß ich nicht. Das habe ich in der Schule gelernt. Das ist lustig. Oh, das klingt sehr mathematisch. Ich muss jetzt gehen. Du hast übrigens wunderschöne Früchte. Mach's gut. Würdest du das der Frau sagen? Oder wunderschöne Melonen? Das funktioniert da nicht so. Nicht so wie hier. Also hier ist ja ein Kompliment. Ja, das kann sie bestimmt. Was sagst du denn, Mr. Nick? Der versteht wahrscheinlich alles, oder? Ja, was? Okay. Ja, das haben wir ja schon. Ja gut, dann habe ich ja jetzt Money, falls ich das brauche. Und wir wollen quasi dort oben hin. Ach, gucke mal. Das ist
eine komische Uhr. Wo sind die Zahlen? Sie hat Symbole und Farben. Aber die Zeit zeigt sie scheinbar nicht mehr an, weil es die Jahreszeitenuhr ist. Naja, die Zeit läuft hier etwas anders. Terster. Ja, warte mal. Da wäre etwas kaputt gegangen. Vielleicht mache ich etwas falsch. Aber wie funktioniert das? Ja. Ich würde eigentlich gerne nochmal hier so ein bisschen gucken. Ach, guck mal. Das Boot würde ich mir gerne ausleihen. Und hier sind mehrere Monde. Ach, das ist so schön hier. Oh Mann. Auch mit diesen ganzen Kirschbäumen. Oh, wer bist du denn? Hallo. Katzen. Sie tun, wie es ihnen beliebt. Ist alles in Ordnung? Ja, mir geht es gut. Was machst du da? Aha. ich rieche an dieser Blume. Wunderbare Kreation. Wartest du auf jemanden? Ich warte darauf, dass die Zitronen wachsen. Magst du Zitronen? Für meinen Geschmack etwas zu sauer, aber Limonade ist lecker. Ich werde Limonade herstellen für die Gäste der Bar, weißt du? Wir tun auch noch etwas anderes hinein, damit wir fliegen können. Das klingt echt toll. Das möchte ich mal versuchen. Ja, darum warte ich. Das kann man nicht erzwingen. Das nenne ich meine Lebensphilosophie. Öffnet im Herbst. Ein sehr toller Tänzer wird auftreten. Du solltest unbedingt vorbeikommen. Vielleicht tue ich das. Klingt toll. Danke. Tschüss. Da. Ist ja einfach so, die Dinge mal annehmen, die man eh nicht ändern kann. Und einfach ganz gelassen darauf warten, wie es sich entwickelt. Ich finde das schön. Was hast du gesagt? Das ist ein Zitronenbaum. Aber eben hast du gesagt, die sind nicht lecker, also beziehungsweise zu sauer. Und hier ist irgendwas geschlossen. Da steht bestimmt was Wichtiges drauf. Sowas wie, die Party fängt gleich an oder so. Oder vielleicht die Preise der Getränke. Ah, okay, dann ist hier bestimmt das Partyhaus. Sieht aus wie ein tropischer Partyort. Ich hoffe, dass sie öffnen bald, ja, im Herbst. Ich gehe einfach mal weiter. Da ist ein Berg drauf. Das muss Berg Kotrim sein. Aber, ach so, hier kann ich auch noch, Oh, wow. Was seid ihr? Ihr seht aus wie die Feen in meinen Büchern, nur so, mexikanisch irgendwie. Das reinste aller Gefühle, das Licht aller Materie. Wir sind die Valokars. Ah, ihr seid sehr glänzend und ihr macht mich glücklich. Oh, so glücklich. Sieh, Kreatur, eins der jungen Valokars wird den Schild bekommen. Ombakma Peamilgro Ombakgran. Soldaten der Sonne, Kreatur aus der Erde, Frucht aus der Saat. Lass das Universum dich mit der Wahrheit erleuchten und sei frei. Hä, wo geht ihr alle hin? Wir setzen unseren Lebensweg fort. Möge Freiheit mit dir sein, mein Freund. Entschuldigung, aber kannst du zaubern? Das Universum zaubert schon die ganze Zeit. Du selbst bist voller Magie. Aber ich möchte Dinge wissen und irgendwie habe ich das Gefühl, du weißt alles. Wir sind das Licht, wir sind überall. Nach welchen Antworten suchst du? Ich will wissen, wer meine Eltern getötet hat und warum jagt mich das große Monster? Die Wahrheit kommt zu denen, die suchen. Dein Pfad zur Wahrheit ist gewaltig. Du lebst in einer Welt, die dir den Rücken zukehrt. Du bist zu zart, um der Wahrheit jetzt entgegenzutreten und zu stark, um loszulassen. Was bedeutet, dass ich noch... Ach nein, ich weine. Oh, Liebe, sei nicht traurig. Wir müssen weiter. Hier, du musst sie ankuscheln, damit es ihr besser geht. Und anschnurren. Also das heißt, sie muss noch stärker werden. Aber sie ist halt noch nicht, ja, weit genug, um wirklich herauszufinden, was passiert ist. Krass.
Aha. Okay. Aber was habe ich davon? Moment. Aber passiert dann hier was anderes oder ist das immer dasselbe, was es kann? Das ist weiter oben, das ist weiter unten. Ich frage mich gerade, ob ich hier irgendwie... Nee, es geht nicht. Boah, was für ein riesiger Valokar. Aber er ist nicht echt. Ich frage mich, wofür sie es benutzen. Er hat vier Arme. Vielleicht hat der große Valokas vier Arme. Das kann natürlich sein. Ich kann mir vorstellen, dass ich damit vielleicht irgendwann später greifen soll. Wir gehen mal zurück. Hier ist noch eine Richtung. Ach so, das ist die Ecke. Und da oben komme ich noch nicht hin. Oder wie? Doch. Oh, es wirkt so schön friedlich hier. Nur Bäume und Blumen gibt es hier. Da ist schon so ein Ort. Da lässt es sich gewiss leben. Die Bergspitze ist sehr hoch, weil es die Spitze ist. Ich frage mich, wie ein sprechender Berg klingen würde. Ich glaube, das wäre sehr laut, wie ein Erdbeben. Die Kleine ist so süß. Guck mal, hier sieht man sogar, hier sind so Augen und hier ist der Mund. Das wäre mal echt interessant, aber wir müssen auf den Winter warten. Beziehungsweise selbst dafür sorgen, dass es Winter wird. Dann wollen wir mal zum Uhrmacher, würde ich sagen, genau, weil er wahrscheinlich wissen wird, wie wir uns um die große Uhr kümmern können. Ich habe ein kleines Problem. Hm, ja. Ich habe keins. Geil. Die große Uhr auf dem Baum ist kaputt. Ich kann sie nicht reparieren. Bitte hilf mir. Eine kaputte Uhr. Eine Schande. Mon Dieu. Arme Uhr. Du musst mir helfen. Bitte repariere sie für mich. Ich flehe dich an. Ich muss nach Hause. Ich repariere keine Uhr umsonst. Sonst ist meine Lebenszeit verschwendet. Was meinst du damit? Ich nehme eine große Goldmünze pro Uhr. Zeit ist Gold, du weißt schon. Hier, deine Goldmünze. Oh, ja, aber du musst mir erst den Job anbieten, alles klar? Tu es und sei höflich. Oh, Herr Uhrenmeister, würden Sie meine Uhr reparieren? Für dieses Goldstück und im Namen der Zeit. Ich flehe dich an, nimm mein Angebot an. Natürlich, das war ein unglaubliches Angebot. Sehr leidenschaftlich. Toll! Gehen wir zur großen Uhr und reparieren sie. Das sind vielleicht verrückte Vögel hier. Aber ich finde es sympathisch. So, wir mussten hier hin, genau. Hm, du hattest recht, die Uhr ist kaputt. Du kannst sie reparieren, nicht? Natürlich, eine Sekunde. Ja, oh, da. Was ist? Scheinbar hat jemand Unfug mit dieser Uhr angestellt. Welch Schabernack. Was meinst du? Jemand hat sie kaputt gemacht. Das ist böse, eine wehrlose Uhr kaputt zu machen. Pah. Warum würde sie jemand kaputt machen? Kammerlass, Winter, der Kotrimberg, die Steine, viele Gründe. Oh, wovon sprichst du? Ich verstehe nicht. Kammerlass, die böse Dunkelheit. Sie arbeiten für Remor, den schrecklichen Schwarzen. Und Kammerlass sind die einzigen, die in dieses Land dürfen. Die einzig Bösen hier. Das würde mich nicht überraschen. Remor will die Steine. Aber was ich nicht verstehe, aus welchem Grund? Die Steine sind bedeutungslos für ihn und sein Königreich. Und die Steine sind in der Winterzeit. Ist Remor ein großes schwarzes Monster mit einer Maske? Einer toten Ziegenmaske? Ja, kennst du ihn? Ja, ich glaube, wegen ihm bin ich in diesem Land. Ich bin ein Mensch, weißt du? Ein Mensch, jetzt verstehe ich. Ich brauche auch die Steine. Sie sind mein Weg nach Hause. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Aha, darum musst du in die Winterzeit und zum Kotrimberg gehen.
Ja, genau. Ich muss dem großen Zauber... Was? Ich muss mit dem großen Zauberer reden und mir die Steine ausleihen. Nun, sie ist wieder ganz. Ich gebe dir etwas, was es dir leichter macht. Hier. Eine Fernbedienung für die Uhr. Also jetzt so der Begriff Fernbedienung fühlt sich hier gerade so fehl am Platz. Hier ist alles so mechanisch, urig und jetzt Fernbedienung. Aber danke. So kannst du alle 4 Jahreszeiten reisen mit nur einem Knopfdruck. Aber sie ist nur ein Prototyp. Sie funktioniert also vielleicht nicht, wenn du weit weg bist. Und vergiss nicht, Zeit ist eine unendlich geschichtete Realität. Also sei vorsichtig. Ich werde vorsichtig sein. Vielen, vielen Dank. Du bist sehr nett, Uhrmacher. Bitte, nimm mich Cockwind? Cockwind. Okay, Cockwind. Ich bin übrigens Fran. Wir sehen uns. Tschüssikowski. Und damit würde ich sagen, auch zu euch, Tschüssikowski. In der nächsten Folge werden wir uns... Oh. Da ist Kryptonit drin. In der nächsten Folge werden wir uns mal durch die Zeit begeben. Viel eher durch die Jahreszeiten. Also, Mr. Midnight, ja? Hier gucken Kinder zu, wahrscheinlich, eventuell. Und dann... Ja, ich glaube, dass das alles nicht so einfach sein wird. Vielleicht wollen wir erstmal den Herbst und zwar die Party angucken. Ich weiß es noch nicht, aber ich denke mal, oder zumindest wäre es wahrscheinlich ganz schön, wenn wir uns einfach mal alle Jahreszeiten in aller Ruhe anschauen. Und ja, das war's heute mit Frame Bau. Bis zur nächsten Folge.